Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, ich habe im letzten halben Jahr nicht sonderlich viel mit meinen Haaren gemacht. Das liegt daran, dass ich in Mexiko war. Das heißt, ich hatte weder Perücken dabei, noch habe ich mich ehrlich gesagt da jetzt irgendwie zum Friseur getraut oder mich getraut, mir selber Haarfarbe zu kaufen, mit welcher ich noch keine Erfahrung gemacht habe. Jetzt habe ich natürlich genau wieder diesen Zwiespalt zwischen ich würde gerne eine Veränderung haben wollen, aber was, wenn es mir nicht gefällt? Und deswegen habe ich mir gedacht, probieren wir doch mal eine neue Perücke aus. Ich habe mir also eine neue Perücke gekauft, die wir jetzt gleich zusammen anprobieren werden. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe mir diese Perücke nämlich bei Amazon bestellt und sie war nicht teuer, liebe Leute. Bei Amazon Perücken bestellen ist immer so eine Sache. Das ist echt so eine Glückssache. Entweder man hat Glück oder nicht so viel. Drückt mir also die Daumen. Ich werde mir jetzt die Haare hochbinden und mir dann die Perücke aufziehen und dann bin ich gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe tatsächlich direkt beim Öffnen der Box schon eine super süße Nachricht bekommen mit einem kleinen Geschenk dazu. Zum anderen war noch eine Art Haarnetz dabei, um die eigenen Haare gut zu verstecken. Ich habe es persönlich jetzt nicht gebraucht. Ich fand, die Perücke war jetzt auch easy peasy anzubringen. Ich weiß nicht genau, wie die Haare jetzt in der Kamera rüberkommen, liebe Leute, aber jetzt so im Real Life finde ich persönlich, also für den günstigen Preis, die Perücke schneidet super, super gut ab. Sie glänzt nicht so künstlich. Und auch jetzt im Vergleich vom Gefühl zum Beispiel, die Perücke fühlt sich echt gut an. Klar, sie fühlt sich natürlich nicht wie Echthaar an, es ist auch kein Echthaar. Aber dafür, dass es eine Fake-Perücke ist, fühlt sie sich echt gut an. Vor allem habe ich auch das Gefühl, wenn ich da jetzt so durchgehe und so, ich habe da jetzt auch gerade so ein bisschen durchgewuschelt und so, dass die nicht so schnell verknotet. Ich hatte eine Perücke, die sah super, super cool aus. Ich mochte die sehr gerne, aber ich hatte halt das Gefühl, sie verknotet recht schnell. Und mein damaliges Gefühl wurde auch bestätigt. Ich habe die Perücke zwar noch, aber sie verknotet so schnell. Ich habe da jetzt auch einfach so einen Knoten drin. Ich weiß nicht genau, ob ich den nochmal rauskriege. Und bei der habe ich halt gar nicht das Gefühl. Also die ist auf beiden Seiten lang. Ich glaube, ich finde die Perücke zu straight, um beide Seiten vorne zu haben. Ich glaube, ich finde das tatsächlich so ganz cool. Okay, Leute, wir kommen zu den harten Fakten. Ich habe mir vorher eine Liste gemacht, was mir wichtig ist an der Perücke und wir werden jetzt jeden einzelnen abklappern. Punkt 1, liebe Leute, der Preis. Mit 25,99 ist es eine sehr, sehr günstige Perücke. Gerade für das, was man geboten bekommt, muss ich sagen, ist es... Ich bin hin und weg, Leute. Ich bin begeistert. Es ist ein super, super gutes Angebot. Punkt 2 ist die Qualität. Stimmt die Qualität denn? Preis-leistungstechnisch hat die Perücke auf jeden Fall überzeugt. Aber wenn wir mal den Preis komplett wegstreichen, überzeugt auch nur die Qualität. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe jetzt schon die ein oder andere Perücke aufgehabt. Ich habe also dementsprechend ein paar Vergleichswerte. Ich habe das Gefühl, die Perücke wird nicht so schnell verknoten wie andere Perücken, die ich in meinem Besitz habe. Die Perücke glänzt auch nicht so krass. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das aussieht mit der Belichtung. Ich habe hier so zwei krasse Lampen stehen. Aber ich kann euch sagen, im Real Life, die Perücke glänzt nicht so krass wie andere. Gerade in dem Preissegment, Leute, ehrlich, zwischendurch sieht man es wirklich so 5 Kilometer weiter. Okay, das ist eine unechte Perücke. Das ist bei der halt überhaupt nicht der Fall. Die Perücke fühlt sich also für eine Kunsthaarperücke gut an. Ich finde, die Haare fallen gut. Optisch finde ich sie tatsächlich auch richtig, richtig cool. Und Leute, der wichtigste Punkt in meinen Augen ist, die Perücke glänzt nicht. Wo wir übrigens bei dem Extrapunkt sind, Nummer 3, das ist der Glanz. Ich finde Glanz tatsächlich unfassbar wichtig, einfach weil da wirklich sofort auffällt, okay, ist das eine Perücke oder ist es keine? Glanztest also bestanden. Kommen wir zum Gefühl. Ich habe gerade schon gesagt, okay, die Perücke fühlt sich gut an. Klar, man fühlt, es sind keine echten Haare. Nichtsdestotrotz dafür, dass es Kunsthaare sind. Sie liegen gut, sie verknoten nicht, sie fühlen sich super gut an. Test bestanden. Ich finde, auch jetzt so vom Halt und so, die Perücke hält relativ gut. Ich muss dazu sagen, ich habe einen sehr kleinen Kopf. Ich finde, sie ist nicht hundertprozentig fest. Das kann aber auch einfach daran liegen, ich bin ein Mensch, ich habe halt wirklich einfach einen super kleinen Kopf. Ich muss mal gucken, ob ich die noch irgendwie enger stellen kann, aber tendenziell hält sie auf jeden Fall. Auf Amazon hat diese Perücke tatsächlich als eine der wenigen Perücken 4,5 Sterne. Die meisten haben 3 bis 4 Sterne oder weniger. In diesem Preissegment findet man tatsächlich kaum Perücken, die mindestens 4,5 Sterne haben. Das ist auf jeden Fall eine davon und ich persönlich muss sagen, ich verstehe es. Preis 5 von 5 Sternen. Qualität 4,5 von 5 Sternen. Einfach weil ich anspruchsvoll bin und ich das tatsächlich jetzt auch einfach mit echten Haaren vergleiche, Leute. Und natürlich kommen diese Haare nicht an echte Haare ran. Würde ich jetzt nur Preis-Leistung vergleichen, auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Glanz 5 von 5 Sterne. 5 von 5 Sternen. Gefühl 5 von 5 Sternen, einfach weil es auch super fluffig ist und die einfach liegen. Sitz bzw. Halt der Perücke 4 bis 4,5 Sterne. Ich bin mir noch nicht genau sicher, ob ich sie noch irgendwie enger stellen kann. Sie hält jetzt, ich habe sie ja gerade schon ausprobiert, aber ich persönlich mag es halt, wenn die Perücken wirklich zu 3 Millionen % komplett gut halten, also bei Wind und Wetter und Rennen und allem. Und ich brauche da wirklich dieses Sicherheitsgefühl. Da muss ich aber auch zu sagen, ich habe einen sehr kleinen Kopf. Ich hatte dieses Sicherheitsgefühl, was ich mir so sehr sehne, bei Perücken tatsächlich noch kein einziges Mal. Vielleicht sind meine Ansprüche da auch einfach im Generellen zu hoch. Alles in allem auf jeden Fall 4,5 Sterne mindestens. 4,5 Sterne plus, Leute. Preis-Leistung ist top. Ich finde, die sieht richtig, richtig cool aus. Ich mag die total gerne. Und wäre es jetzt nicht so heiß, wir haben hier gerade 36 Grad,
würde ich auf jeden Fall jetzt den Tag mit der Perücke rumlaufen. Aber ich bin ehrlich mit euch, mir ist warm. Ich möchte jetzt gerne diese Perücke ausziehen. Einfach nur, weil ich sie sonst voll schwitze. Das war jetzt auf jeden Fall mein erster Perücken-Try-On, glaube ich. Ich hatte schon mal Perücken in einem Video an, aber ich habe die, glaube ich, noch nicht so anprobiert aktiv, dass ich sage, hallo, ich habe jetzt eine Perücke an, wir testen sie jetzt. Ja. Das war es jetzt auf jeden Fall schon mit dem Perücken-Try-On-Video. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Warte, Moment, ich will es anders machen. Tschüss! Ich finde die richtig cool, Mann. Und ich muss meinen PIN eingeben. Er kennt mein Gesicht nicht.